Hallo, ich bin die Lina. Herzlich willkommen in meiner Rezeptewelt. Heute gibt es ein ganz besonderes Rezept, nämlich den berühmten russischen Salat Olivier. Ich zeige dir die klassische Variante, aber auch unser Familienrezept, das leicht abgewandelt ist. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, dann erzähle ich dir auch, wie so ein typisches Silvester in Russland abläuft und was es da so zu essen gibt. Bleib also dran und viel Spaß! Die Basis beider Salate sind Kartoffeln, die werden mit der Schale gekocht. Etwas später gebe ich die geschälten Karotten dazu und dann werden auch noch Eier vorgekocht. Die müssen hart gekocht sein. Wenn die Kartoffeln etwas abgekühlt sind, dann befreie ich sie von der Schale und dann werden Kartoffeln und die Karotten in feine Würfel geschnitten. Außerdem dürfen in diesem Salat die Gewürzgurken nicht fehlen. Die werden ebenfalls in feine Würfel geschnitten. Als erstes vermische ich die Zutaten, die bei beiden Varianten gleich sind. Das sind die Kartoffelwürfel, dann die Gewürzgurken. Und dann kommt eine Dose Erbsen hinzu und die Eier, die ich vorher gekocht habe, die sind jetzt abgekühlt und die werden dann ebenfalls geschnitten. Man kann natürlich so einen Eierschneider verwenden, dann geht es noch schneller, aber solltest du keinen haben, kannst du die Eier natürlich auch mit dem Messer würfeln. Somit ist die Basis für die beiden Salate fast fertig. Ich vermische nur alles gut miteinander und gebe Gewürze dazu. Das ist hier lediglich Pfeffer und Salz. Dann wird noch mal kurz durchgerührt und dann teile ich diese Basis auf zwei Schüsseln auf. Also genau die Hälfte kommt dann in die andere Schüssel. Als erstes zeige ich dir die klassische Variante. Da kommen die Karottenwürfel dazu. Außerdem benötigst du eine Fleischwurst. Die wird von der Pelle befreit und dann ebenfalls in Würfel geschnitten. Und dann gibst du die Wurstwürfel zum Salat dazu. Außerdem benötigst du noch Dill. Ich habe hier einfach einen Bund Dill fein geschnitten oder gehackt und gebe die Hälfte davon hier dazu. Alternativ könntest du auch tiefgekühlten Dill benutzen. Dann kommt noch Mayonnaise dazu. Ich habe hier sogar eine Mayonnaise aus dem russischen Supermarkt. Das ist eine importierte Mayonnaise aus Russland. Aber das spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Die hatte ich nur zufällig da. Du kannst natürlich auch ganz normale deutsche Mayonnaise verwenden. Dann wird alles gut vermengt und fertig ist die erste Variante. Für die zweite Variante wird Hähnchenbrustfilet in Salzwasser ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze gegart. Wenn das gekochte Hähnchen dann etwas abgekühlt ist, schneide ich es ebenfalls in Würfel. Auch noch ein Apfel für die Fruchtigkeit dazu. Der Apfel wird geschält, vom Kerngehäuse befreit und ebenfalls in Würfel geschnitten.
Und nun werden die Hähnchen- und Apfelwürfel zusammen mit dem Dill zur vorbereiteten Basis dazugegeben. Da kommt dann natürlich Mayonnaise wieder drauf. Alles wird gut miteinander vermischt. Dann schaue ich noch, ob Pfeffer und Salz fehlt. Eventuell kann man nachwürzen. Und das ist dann die zweite Variante. Eigentlich muss der Salat noch 2 bis 3 Stunden mindestens im Kühlschrank durchziehen. Dann schmeckt er richtig, richtig gut. Aber ich muss natürlich probieren und euch berichten, wie er schmeckt. Und wenn du dich fragst, wie man diesen Salat denn am besten isst, also als Vorspeise etwa oder eventuell als Beilage, dann kann ich dir berichten, wie das in Russland gehandhabt wird oder wie das gegessen wird. Und zwar nehmen wir uns zum Beispiel jetzt Silvester. Ja? Da lädt man sich ja meistens Gäste ein und dann hat man eine große Tafel mit verschiedenen Salaten, die so in der Art sind wie dieser Salat Olivier. Denn bei fast jedem russischen Salat ist irgendwie Mayonnaise drin oder Eier oder Kartoffeln. Vielleicht hast du schon mal von dem Salat Hering im Pelzmantel gehört. Da ist noch rote Beete mit drin. Ja, also hat man auf jeden Fall so eine Tafel. Jeder kann sich bedienen. Man prostet sich dann zu und wünscht sich einen guten Rutsch. Und später gibt es eventuell noch was Warmes, also zum Beispiel Pelmeni. Und ja, so sieht dann die typische Feierlichkeit in Russland aus. Ich hoffe nun, dir hat mein Video gefallen und du kochst fleißig nach. Lasse mich bitte in den Kommentaren wissen, welche Variante dir am meisten zusagt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und nun wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein glückliches und gesundes 2022. Bis dahin, ciao, ciao!